Wach auf. Du musst aufwachen. Dein Übermut wird dir zum Verhängnis werden. Heute hole ich dich zu mir in die Unterwelt. Erkannt, wer ich bin. Ja. Hades. Der unbeliebteste von allen Göttern. Deswegen sitzen nämlich alle immer mega party-esk auf dem Olymp und einer versauert unten im Keller. Das passt ganz gut zu dir. Ich bin Hades, ja. Gott der Unterwelt. Wünschte mir, du wärst auch bei uns öfter im Keller. Und heute spielen wir die griechische Mythologie nach. Hey, Sisyphos, roll den Reifen auf den Berg. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sisyphos! Ist das eine Scheißarbeit? Es muss die Hölle sein. Das ist der Reifen, Ari. Mhm. Und da hinten ist dein Ziel. Siehst du diese Alm? Was? Nein. Da musst du hin und du hast eine Stunde Zeit. Nein! Was? Ist einfach herrlich als Gott der Unterwelt. Heb mal auf. Sisyphos. Ah. Sisyphos. Wie Antifa. Siamo tutti Antifa. Anti bin ich auch. Oh, das ist scheiße, ey. Also nicht aus dem Rücken. Dieser Reifen wiegt mehr als die Ari selbst. Ist das beschissen. Ari. Kleiner Tipp, du musst schon durchziehen. Bei bergab kann ich ja rollen lassen. Eine Stunde ab jetzt. Der soll auf die Mitte. Aris Weg ist etwas länger als 2 Kilometer, hat aber Kurven, Gefälle und Steigungen. Jetzt schon auf die Oberarme und ist es ja jetzt noch bergab. Meine Mutter hat gesagt, wenn ich nichts Gutes sagen kann, soll ich gar nichts sagen. Ich mag ihn nicht. Ich sag's, wie es ist. Ich mag ihn nicht. Oh. Schau mal hier, der läuft ja von allein. Ja, aber wenn ich ihn jetzt laufen lasse, dann läuft er mir da in die Berge rein und dann habe ich ihn auch nicht mehr. Vielleicht so. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ist eure Lieblingsgeschichte aus der griechischen Mythologie? Ari, ist das schon deine Highspeed-Taktik? Das ist Highspeed, ja. Also kurz mal Real Talk. Auf diesem Anstieg hier kommen 2 richtig krank steile Passagen. Da freue ich mich, weil damit die Ari so krass ans Limit kommen. Ui! Oh, das sind kostbare Minuten. Oh, ich will nach Hause. Oh, das ist ja wie bei diesen Kraftsportdingern. Ja. Wahnsinn. Oh. Das Krasse ist, es ist ja heute ein Matchballspiel. Wer heute verliert, wird nächste Woche bestraft. Jetzt wird Ari gleich sehen. Boah, ja, Alter, ich das schon sehe allein. Wo es da hochgeht. Ohne den Reifen. Ist das für mich schon ein Grund zum Zurückgehen? Knappe Nummer. Ach Gott. Das ist Menschlichkeit. Hallo, Ari. Hallo. Läufst du an der Brücke der Menschlichkeit Absolut, vorbei? Absolut, so schnell wie möglich sogar. Zeigt Ariane, alter Sisyphos, da ihr wahres Gesicht? Ja. Ich hab's schon immer gesagt. Dir ist die Menschlichkeit abhanden gekommen. Ach, ob Marc Seibold manchmal das Chansonnier guckt und selber denkt, boah, das war ein bisschen peinlich? So,
Jetzt beginnt gleich Aris erster Anstieg. Der ist zwar kurz, aber er hat's in sich. Jetzt ist schon ätzend. Warum hat er das denn gemacht, der Sisyphos? Ob Hades auch so missgünstig neben dem Sisyphos immer stand? Ich glaube schon. Geht das jetzt länger so? Noch bis zum Maibaum. Ja. Der sieht so hohl aus. Der ist schwerer, als man denkt, Leute. Jetzt sind das aber noch mal vom Winkel an, was? Oh, 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 oh. Das ist auch eine wackelige Geschichte einfach. Ja. Na komm mal mit, du kleine Maus. Das ist so angenehm. Guck mal, wie wir spazieren gehen, ist das schön. Man hat gleich so eine Beziehung miteinander. Hallo Ariane und herzlich willkommen zu deiner ersten göttlichen Prüfung. Nee. Doch. Ich hab da schon mal noch Prüfung, danke. Du kommst hierher, sonst darfst du nicht weiter. Ich bin Gott, du nicht. Du bist nicht Gott, du bist. Ich bin ein Gott. So, hier habe ich eine kleine Büchse für dich, Sisyphos. Mhm. Die machst du mal auf. Ist das eine Jogginghose da drunter? Das ist Feuer. Ach so, ja. Okay. Oh Gott, die Büchse der Pandora. Da sind alle Übel der Welt drin. Ja. So, du musst jetzt hier wieder reinsammeln und dann darfst du erst weiter. Oh, da kommt sogar ein Wind auf. Na, wenn das nicht unser Freund Zeus ist. Ach, die kleine Maus. Okay. Mir wurde das von meinen kleinen Höllenkameraden erklärt. Du machst das auf und die fliegen so richtig krass weg. Das ist einfach traurig. Wie so ein dreibeiniger Hund. Irgendwie sympathisch, aber insgesamt sehr traurig. Dreibeiniger Hund. Ich verstanden. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen enttäuscht von Ari. Hier auf der geraden Strecke könnte sie viel, viel schneller durchracen. Es ist nicht so einfach. Nee, nee. Er rollt immer zur Seite. Er ist wie du, träge und manchmal kippt er auch um. Ah, so funktioniert's gut. Oh. Mist. Ist natürlich immer toll, wenn man es auf dem halben Weg erst checkt. Na, das könnte man doch schon jetzt fast als Rotsicht bezeichnen. Ich glaube, das ist auch dein bisheriger Topspeed. Gar nicht schlecht, was? Reingreifen statt rauf. Ist aber schlechter für die Nägel, ich sag's dir. Neue Reingreiftaktik ist nicht schlecht. Der ist super, ne? Finde ich auch. Ja. Kann auch mir nicht so abhauen. Ja, ja. Zum ersten Mal machst du ein bisschen Speed. Nach 35 Minuten freue ich mich richtig doll, dass ich das jetzt erst rausgefunden habe. Just take my hand. I heard you cry. Das sind Momente, wo man sich wirklich fragt. What? Wo bist du denn falsch abgebogen, Ariane, Alter? Alter, ich habe mich neulich vollgekotzt vor laufenden Kameras in dem Fahrgeschäft. Musst du dich selber auch mal fragen, wo du falsch abgebogen bist. Das ist nur das Mindeste, was ich dir zurückgebe. Oh, es ist ätzend. Es sieht schon ätzend. Auch ohne Reifen ist schon ätzend. Nicht mehr. Es ist wie wenn so ein Reifen von allein den Berg hochrollt. Ich hab mir schon gedacht, geil, mach schneller. Und dann habe ich gemerkt, das ist das Schnellste. Alter, ist das steil jetzt da noch mal hoch. Hier geht's. Schau mal da nach oben.
drei Metern geht's nicht mehr, das sehe ich jetzt schon. Lernst du was Gescheites, Burschen? Ja. Du müsstest auch deinen Reifen aufschieben. Ich meine, das ist immer das Fiese in den Kameras. Man sieht nicht, wie steil das ist. Aber Leute, hier geht's wirklich richtig krank hoch. Also beim Fahrrad würde ich safe absteigen. Servus. Hier ist einer. Oh, oh. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Rätsel, dem Rätsel der Sphinx. So ein kleines letztes Einhorn. Ich sag dir jetzt mal was. Du gehst jetzt immer. Alter, mit den Shorts würde ich nicht so frech sein. Ari, komm bitte her für unsere zweite Prüfung. Mach schnell, ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Ari, um weiter fortfahren zu dürfen, musst du das Rätsel der Sphinx lösen. Pass genau auf, ich werde es dir einmal vorsagen, mit Hilfe unserer Sphinx. Jetzt weiß das noch nicht mal auswendig. Was geht am Morgen auf 4? Der Mensch. Danke, los geht's. Stimmt doch, oder? Das stimmt. So, Ari, nachdem du das Rätsel der Sphinx relativ beeindruckend gewonnen hast, danke. Kann ich dir sagen. Möchtest du es mir noch mal zu Ende für die ZuschauerInnen, möchtest du noch mal zu Ende erzählen? Also das Rätsel geht, was geht morgens auf 4 Beinen, mittags auf 2 Beinen und abends auf 3? Der Mensch. Kennt anscheinend jeder. Also Ari, es sind noch 8 Minuten und es geht nur noch geradeaus hier. Ja, das war auch geradeaus. Hoch ist das Problem, nicht geradeaus. Und runter ist jetzt übrigens auch mittlerweile kack. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was ist denn dieser Huso, ey? Hey, ab jetzt geht es wirklich nur noch geradeaus zum Ziel. Aber Ari rollt die Zeit davon. Jetzt muss ich wieder ganz vorsichtig sein. Ey, es ist ein Drecksding. Ja, ich meine dich, nicht den Reifen. So, willst du mir noch was sagen oder was ist los? Ari, stopp. Herzlich willkommen bei deiner letzten Prüfung. Mhm. Der goldene Apfel der Hesperiden. Ja. Ach, dann frag mich doch mal, wie viel Zeit du noch hast. Herr Hades, wie viel Zeit ist es denn noch? Ach so, die Zeit, Ari. Bin ich gespannt, was passiert, wenn ich dir sage, dass die Zeit schon abgelaufen ist. Und noch, was? Bin ich genauso auf den Kopf gefallen wie du und hab kein Zeitgefühl? Ich glaube wohl nicht. Ari, du hast diese Challenge leider verloren heute. Das ist korrekt. Hältst du kurz? Danke. Wenn euch dieser Unsinn gefallen hat und es hat ja wirklich überhaupt keinen Sinn gemacht, dann könnt ihr mal ein Abo dalassen. Und wenn ihr was Sinnvolleres sehen wollt, dann guckt doch mal hier. Und ja, in einem der Videos fährt ein Reifen den Berg runter. Aber das hat mehr Gehalt als das. Und unsere lieben Funkkollegen von 100 Hektar Heimat, die habe ich wirklich sehr gern. Hey, das war halt voll der Bildungsauftrag. Griechische Mythologie und so.